Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute mache ich gefüllte Paprika. Vielleicht viele kennen das auch. Das ist ja nicht nur so ein russlandsdeutsches Gericht, sondern viele hier in Deutschland machen auch sowas. Dafür haben wir in Russland immer so diese weiße Paprika genommen. Die gibt es hier sehr seltener in Geschäften. Ich habe auch selber im Garten solche angepflanzt und nur mit solcher Paprika gemacht. Und dann, als ich dann in Deutschland diese große rote gemacht habe, hat das ein bisschen, weiß ich nicht so, sondern hat ein bisschen bitterlichen Geschmack gehabt von der Paprika selber. Ja, aber jetzt habe ich welche wieder gefunden. Die gibt es ab und zu mal in Geschäften, so mehr so Ende Herbst so oder Mitte Herbst. Also ich mache jetzt 6 oder 7 Stück, kommt drauf an, manche sind bei mir ein bisschen kleiner, manche größer, so viel wie bei mir hier reinpasst. Also ich denke, 7 Stück passen hier rein. Die Paprika muss man erstmal waschen, dann zeige ich euch, wie man die so aufschneidet. Also ich stecke hier mit einer Spitze so ein Messer rein und dann führe ich das so. Dann ziehe ich das noch nicht raus, das Messer, drücke hier an und dann ziehe ich das, diese Samen raus. Aber manchmal natürlich ist das nicht so, dass es alles rausgeht. Und dann ziehe ich auch die ganzen Zwischenräume da raus. Ja, ist eigentlich ganz einfach zu machen. Die Samen ein bisschen ausschütten, so spitze rein. Und so. So, ist ganz ausgehöhlt. Für die Füllung brauche ich jetzt Hackfleisch. Ich habe jetzt hier gemischt Rind-Schweinefleisch. Zwiebel, ich habe jetzt 2 mittlere ganz fein geschnitten. Die kommen auch hier rein. Und dann braucht man Reis. Ein Beutel für 1 Kilo Fleisch nehme ich. In den Beuteln sind ja auch immer 125 Gramm sogar, jetzt 100 Gramm, aber ist schon ganz schön viel geworden. Ja, dann den Reis habe ich auch schon vorgekocht und gesalzen. Und da kommt jetzt noch ein bisschen Salz rein in das Hackfleisch. Ich nehme so einen Teelöffel. Dann nehme ich einen Teelöffel Pfeffer, schwarz. Dann sogar ein bisschen mehr. Und einen Teelöffel Knoblauchpulver. Und ungefähr eine Tasse kaltes Wasser. Das ist jetzt 200 Milliliter Tasse, aber das kommt an das Fleisch an. Wenn es ein bisschen trockener ist, kann man noch ein bisschen mehr Wasser, das spielt jetzt nicht so große Rolle. Dadurch wird dann das Hackfleisch schön saftig. So, jetzt habe ich hier Hackfleisch, schon vermischt mit Reis. Und dann nehme ich einfach die Paprika und fülle das einfach da richtig voll rein. So, für diese gefüllte Paprika brauche ich jetzt Soße. Also mit dem Hackfleisch müsst ihr dann gucken. Also das war bei mir jetzt 1 Kilo. Und Reis könnt ihr auch ein bisschen weniger, wenn ihr wollt. Aber das ist, hängt immer noch davon ab, wie groß die Paprika sind. Also müsst ihr dann schon selber gucken. Vielleicht ein bisschen weniger, wenn ihr seht, Paprika ist ein bisschen klein, dann einfach weniger Hackfleisch nehmen und Reis. Ja, so selber ein bisschen improvisieren, wie es am besten ist. Also für die Soße habe ich jetzt ungefähr 50 bis 70 Milliliter Öl reingemacht. Das erhitze ich jetzt und ja, dann
brauche ich dafür Zwiebeln. Hier habe ich jetzt zwei große genommen. Die muss man nicht so fein schneiden, reicht auch grob. Und dann Paprika, eine ganze habe ich jetzt genommen und eine riesengroße Möhre war bei mir, also zwei mittlere könnte man da auch reinmachen. Ja, und ich nehme heute so pürierte Tomaten. Man kann auch Tomatenmark nehmen oder sogar Tomatensaft, wenn ihr wollt, oder irgendwelche Soße, Tomatensoße, wenn ihr die gut findet, euch die schmeckt, dann könnt ihr das auch machen. Also die Zwiebel mache ich zuerst rein in das heiße Öl. Also wenn die Zwiebeln so ein bisschen angebraten sind, dann mache ich die Möhren rein. Ja, jetzt kommt die Paprika rein. So, das brate ich jetzt kurz an und dann mache ich den Deckel zu und schmore das noch ein bisschen, bevor ich Tomate reinmache. So ungefähr 5 Minuten schmore ich das, dann mache ich diese pürierte Tomaten rein. So ungefähr 5 bis 7 Minuten hat das bei mir jetzt geschmort. Zwischendurch muss man das auch mal umrühren. Jetzt mache ich erst Gewürze. Also ich habe jetzt Salz habe ich schon drin, da ist ein Teelöffel drin. Jetzt mache ich einen Teelöffel Knoblauch und einen Teelöffel Pfeffer, schwarzen Pfeffer, mein Lieblingsgewürz, Knoblauch und Pfeffer, schwarzer Pfeffer. Einmal umrühren kurz und dann schütte ich so obendrauf einen Esslöffel Mehl. Damit das nicht klumpt, schüttet man das so drauf. Jetzt mache ich diese pürierte Tomaten. Ich mache jetzt das ganze Glas rein. Ich weiß, dass 400 Gramm steht. So, dann mischt man das kurz durch. Vielleicht so ein paar Minuten mit der Tomate noch anbraten oder andünsten. Ist ja flüssig, ne? Braten tut das hier jetzt nicht mehr. Und das alles jetzt fülle ich mit kochendem Wasser. Das hat gerade gekocht bei mir und mache ich einfach ein bisschen mehr, damit ein bisschen mehr Soße in der Paprika ist. So, das lasse ich jetzt einfach nur gut aufkochen. Ich mache jetzt auf jede Paprika so ein bisschen Gemüse und dann in den Rest dazwischen gießen. So, hier sind meine 7 Paprika. Die werde ich jetzt in Backofen machen. Man muss das nicht unbedingt auch in Backofen machen. Man kann es in Topf und auf den Herd, aber so langsam schmoren lassen. Vielleicht dann die Soße vielleicht dann später andicken, wenn man dann die serviert. Aber in Backofen geht das auch so. Also, ich weiß jetzt nicht genau Zeit, aber ich schreibe das dann in der Beschreibung, wie lange es bei mir gestanden hat. Ich mache jetzt erstmal 180 Grad, vielleicht schalte ich das später auf 150 runter. Und ich gucke dann auch, wie weit die Paprika, wenn die weich ist, schön, dann ist es auch schon fertig. Ja, ich mache dann jetzt mit Deckel zu. Ich habe auch sehr oft einfach nur einen Topf gemacht, weil man hat nicht so eine große Auflaufform, die auch so hoch ist, damit die Paprika da stehen. Aber ein Topf geht auch, dann kann man noch 2 Reihen machen. Also ich habe mehr so einen Topf gemacht für eine große Familie. Ja, wenn man eine kleine hat und 7 Stück reichen, dann ist das auch gut so, ne? So, meine Paprika ist jetzt fertig. Ich habe eine Stunde mit geschlossenem Topf 180 Grad und eine halbe Stunde dann Deckel runtergenommen. Ja, so ist das jetzt geworden. Dann nehmen wir mal eine raus.
So, also die Paprika ist einigermaßen weich, ist trotzdem nicht die Paprika, die wir immer in Russland, also in Kasachstan, habe ich die ja selber angepflanzt und die war so schnell weich, aber hier sind trotzdem die Wände schon ziemlich dick. Ich weiß auch nicht. Ich dachte, wenn die weiße sind, dann sind die genauso wie meine. Aber es gibt ja ab und zu verkaufen die Paprika, die ist so ein bisschen spitz und weiß. Die hat, glaube ich, nicht so dicke Haut. Vielleicht die gibt es auch, habe ich auch ab und zu mal in Lidl gesehen. Ja, naja, aber wenn es nicht gibt, dann gibt es nicht, kann man nichts machen. Ne? Also jetzt ungefähr 2 Stunden habe ich jetzt gebraucht, um das alles vorzubereiten und kochen. Wenn ihr Lust habt, macht nach und probiert das mal aus. Guten Appetit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.